Hallöchen, Leute. Ich habe da mal was ausprobiert. Ich habe euch ja was gezeigt. Ist ja hier in der Dose drin. Da ist jetzt ein Nagel drin. Ich hole den mal kurz raus. Und zwar hatte ich ja gezeigt, diese. Durchkontaktierungsnieten. Jetzt habe ich mir mal einen Nagel genommen. Einfach einen Nagel hier. Und habe da mal mit dem Multi-Tool Schleifergedönse und eine Schleifscheibe. Ja, mir mal so eine Spitze daran gedengelt. Jetzt hole ich mir mal so eine Durchkontaktierung. Ich habe das jetzt nur mit der Dings gemacht. So, hoffe ich mal, dass ich das hinkriege, dass ich das hier gezeigt kriege. Und passt da auch rauf. Also auf die andere Seite. Von der anderen Seite passt der so da drauf. Und damit kann ich den da ein bisschen rumdengeln. So, ich habe das schon mal ausgetestet. So, den. Deswegen habe ich gefragt wegen der Drehbank. Vielleicht geht das ja damit besser. Ich weiß es nicht. Es muss ja nichts Großes sein. Und zwar habe ich hier einmal auf der da so ein Ding reingesteckt und rumgedengelt. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Und einmal da. Da ist auch eine, steckt auch eine von diesen drinnen. Ich habe es einfach nur mal ausprobiert. Und ich will noch mal eine andere Sache ausprobieren, ob das hinhaut. Weil das ist jetzt nur zum Testen, weil die Platine fliegt sowieso nicht im Müll, aber beiseite. Es ist jetzt nicht so jetzt hier nicht wild, wenn hier kein Kontakt drüber ist. Das ist ja nicht so schlimm. Das andere Ding ist aber, wenn ich jetzt Kontakt haben möchte mit irgendwas, will ich mal ausprobieren, ob sich das auch löten lässt, außen am Rand. Das müsste theoretisch hinhauen. Eventuell muss ich meine Platine, die ich noch gemacht habe, für die, wo die nachher reinkommen, nee, das geht noch vom Löten her. Die Pads dafür größer machen, dass ich ein bisschen mehr Rand drumherum habe. Wenn, dann muss ich sie auch ein bisschen genauer bohren. Das will ich jetzt mal ausprobieren, ob sich das löten lässt. Dafür habe ich mir schon vor einer kürzeren Weile Flussmittelpaste besorgt. Hier, Flussmittelpaste, bla bla bla. Aber es ist nur eine Tube. Die andere Tube, die habe ich hier drinne. Und da kommt jetzt auch schon was raus. Da habe ich mir so einen Halter für gebaut oder gedruckt. So ein Halter nicht direkt. Damit kann ich dann, wenn ich jetzt so drauf drücke, das rausdrücken. So, und jetzt muss ich mal gucken, wo ich die Kanüle gelassen habe. Ich habe eine Kanüle. Sehe ich schon. Leider ist das noch nicht die passende. Das ist eine normale von der Spritze. Ich habe mir aber schon besorgt, Dosiernadeln, die sollten heute ankommen. Und jetzt kann ich hiermit, wenn ich hier so drücke, das schön da drauf Dings dosieren. Sagen wir es mal so, ich versuch's mal. Da kommt schon was raus. Ein kleiner Dings. Ich brauche aber wirklich eine richtige Dosiernadel. Die ist hier echt saumäßig dünn und klein. So, schmier mal da drauf. So. Kann ich halt auch richtig schön Druck drauf ausüben auf dem, mit dem,
Ja, ich weiß, die Kamera ist jetzt ein bisschen. Kann ich richtig schön Druck drauf ausüben, wenn ich hier auf den Hebel drücke. Nur mal so am Rande. Ich will das mal ausprobieren, ob sich das löten lässt. So, muss ich mal den Lötkolben anmachen. Und ich habe das Einzige, was ich in dünn habe, ist bleifrei. Und das ist 0,6er. Und das andere ist, glaube ich, 0,5er oder 1 mm. Ob sich das löten lässt. Einmal sauber machen. Einmal wieder dahin schieben, wo ich ihn brauche. So. So machen, dass ihr es seht und dass ich das machen kann. Das sieht doch schon mal recht passend aus. Es ist jetzt nur testweise. Es ist jetzt nicht, dass es funktionieren muss. Macht das dann nachher ein bisschen besser. Die Lupe, ich muss noch einmal was gucken, weil das sehe ich so nicht. Jo. Naja, jetzt hat er einen Kurzschluss da dran. Es ist jetzt nur versuchsweise. Kann ich da rumkratzen? Ja, ist nicht so schlimm. Aber es funktioniert. So, dann habe ich hier so ein Duport-Kabel. Das ist auch ganz passend, dass dann noch durchgeht. Jo, das geht noch durch. Das passt. Und ich könnte jetzt auf der anderen Seite, sprich, den Stift reinstecken. Ups. Und da anlöten. Und hätte Verbindung zur anderen Seite. Weil so, wenn ich von der Seite das anlöten möchte, das wird ja nichts. Ist mir ja das Plastik im Weg. Und das ist nur mal ein Test gewesen, ob das wirklich hinhaut. Und das haut hin. Es haut sogar gut hin. Gut, mit dem Lötkolben, da muss ich dann gucken. Aber es haut hin. Das ist die Hauptsache. Und das war mir wichtig, dass das hinhaut. Die sitzt auch schön fest. Und wie gesagt, hier habe ich ja noch einen. Ich habe jetzt einfach nur mit einem Nagel das bisschen umgebürgt und dann mit einem. Ich habe jetzt hier zum Hämmern, weil ich den Hammer gerade nicht zur Hand habe, den müsste ich nochmal raussuchen. Der ist hier irgendwo in der Kiste drin. Mit der Taschenlampe hier. Machen wir hier ein bisschen größer. Einfach mit der Taschenlampe ein bisschen drauf gehauen und dann hier hinten mit dem Rand einfach so noch mal ein bisschen flach geklopft und das funktioniert wunderbar. Der ist jetzt hier auf der Seite auch relativ flach. Trägt auch nicht so weit auf, das ist ganz gut. Das passt. Das wollte ich ausprobieren. Funktioniert. Zu der Sache mit der Drehbank. Ich habe da keine Ahnung von, deswegen nagelt mich da nicht drauf fest. Wenn das wirklich nicht hinhaut mit einem kleinen Drehbank oder normalen Drehbank, weil man da, weiß ich nicht, wie sagtest du her, ich weiß jetzt nicht, Hochspeed oder Highspeed drehen muss oder sowas und das geht nur mit Uhrmacherkram, ja, dann ist es so. Aber wenn du sagtest, so ein Meißel vielleicht machen, wenn das klappt, kannst du es machen. Wenn du sowas hier in der Art und Weise hinkriegst, so mit Nagel. Ich versuche mal, ob sie das scharf stellt hier drauf. Ich habe jetzt nur grob mit einem Dremel da mir ein Dings dran gejabbelt. Natürlich ist der Stillnagel hier ein bisschen kurz und ein bisschen dünn. Wenn er ein bisschen dicker wäre und ein bisschen mehr Fläche hier oben, dann kann ich auch drauf hämmern. Oder wie du sagst, mit diesem Fallgewicht, das geht auch.
Ich habe jetzt als Unterlage, weil ich jetzt gerade nichts anderes da hatte, weil ich den kleinen Schraubstock schon wieder vermisse, ich habe den hier irgendwo hingeräumt und tja, weg. Einfach mein Stahlmaßband-Dings hier genommen und da habe ich mir leider mal bei einer Sache, wo ich was gebohrt habe und das untergelegt habe, was ein bisschen kaputt gemacht. Das macht aber nichts. Aber habe ich einfach so genommen, da untergelegt und draufgehauen, fertig. Das war's. Sogar ist das nichts so. Das ist ja richtig, das ist ja Stahl. Das passt ja. Es muss nicht perfekt werden. Also das eine habe ich jetzt ausprobiert, das funktioniert und das andere hier, das passt. Das passt wunderbar, das geht. Und ich habe halt eben noch extra Flussmittel. Das Flussmittel kann ich nochmal verlinken in der Videobeschreibung. Das war recht günstig. Ich glaube, die zwei Tuben 10 Euro oder was das waren. Und es für meine Verhältnisse ist es gut. Es funktioniert wunderbar. Wie sich das nachher mit Reinigen verhält, weiß ich nicht. Muss ich schauen. Aber das funktioniert einwandfrei. Gut, nee, mehr wollte ich gar nicht. Das wollte ich nur mal zeigen. Das wäre jetzt hier so ein... Wir machen Platinen selbst, Teil 2,5. Gut, dann danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.